Willkommen und hallo Freunde der Gepflichtenunterhaltung zu einer Folge ETS2 auf unserem Roadtrip auf der TSM-Map 6.1. Ja, wie alle großen YouTuber, auch Onkel Nubi macht jetzt mal einen Roadtrip, aber wir machen ihn nicht mit dem Longboard. Wir machen ihn mit unserem Scania R700, V8 700 PS. Ja. Skateboard fahren, aber gestern. Heutzutage fährt man mit 700 PS durch die Gegend. Apropos fahren, wir schmeißen uns mal in unseren LKW, weil, ne, wir haben noch ordentlich Kilometer vor uns. Ich glaube, so über den Daumen 1700 müssen das jetzt noch sein. In der letzten Folge haben wir knapp 1000 Kilometer geschafft. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn bis nach Griechenland sind es doch noch einige Kilometer, ne? Und wir wollen ja bis Ende der Woche eigentlich da sein. Deswegen müssen wir mal zusehen, dass wir hier wieder auf die Landstraße kommen. Kurz vor Nürnberg sind wir so. Und müssen wir mal zusehen, dass wir noch schnellstmöglich hier die Landstraße hinter uns lassen. Dass wir wieder Autobahn sehen, dass wir ihn dann wieder fliegen lassen können, unseren kleinen Scania. Dass wir dann auch in dieser Folge wieder richtig Kilometer machen. Damit wir auch ja bis Freitag dann ankommen, aber jetzt fahren wir hier erstmal schön kurvige Strecke über Land, ne? Ja, da können wir ihn jetzt nicht so laufen lassen, wie wir wollen, mit 23 Tonnen dann auch noch hinter uns. Da geht das Ganze etwas gemächlicher zur Sache. Denn wir wollen ja auch heil ankommen. Wir wollen ja nicht einfach nur ankommen. Nee, das soll auch irgendwie noch heil alles ankommen, ne? Einfach ankommen kann ja jeder. Wir wollen ja nicht nur was sehen von der TSM-Map 6.1, auch wenn uns das hier im Dunkeln gerade ein bisschen schwer fällt. Nein, das Ganze soll ja auch heil ankommen. Ja, okay. War jetzt doch ein bisschen schnell, ne? 60 dürfen wir, 90 haben wir drauf. Ging bergab, Entschuldigung, Herr Wachtmeister. Habe ihn einfach mal laufen lassen. Da waren die 23 Tonnen, die haben von hinten zugeschoben. Ging nicht anders. So, machen wir uns mal Licht hier. Ist ja keiner da. Nachts um 2.30 Uhr hier. Wer soll da auch über Landstraßen fahren, ne? Außer wir verrückten ETS-2-Kraftfahrer. Auf unserem Roadtrip hier nach Griechenland. Oh, 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 oh. Ui. Da war die Kurve stärker oder bisschen spitzer, so, ne? Enger, wie man es sehen will, als ich jetzt eigentlich gedacht hatte. Aber wir sind ja noch ganz gut mit dem blauen Auge gerade davon gekommen. Ne? Gut, dass wir vorher mal ein bisschen gebremst haben. Eieiei. Tja, so schnell kann es in die TS2 gehen, dass man zack an der Leitplanke hängt. Ne? Dann ist die Fracht beschädigt. Und wir kriegen nicht das volle Geld. Das wäre sehr, sehr traurig. Aber im Vordergrund steht jetzt mal nicht das Geld diese Woche. Nein, diese Woche geht es darum, alles zu sehen, was die TSM-Map so südlich in Europa uns zu bieten hat. Deswegen diese Woche ja auch keine LKW-Mod-Vorstellungen oder andere Mods. Wir schauen uns die TSM-Map 6.1 mal an, was sie uns so alles im Gegensatz zur SCS-Karte bieten kann. Und das meiste bietet sie uns natürlich südlich. Hallo Kollege. Na, auch einsam durch die Nacht. Hm. Der singt bestimmt auch gerade Helene Fischer da vor uns. Atemlos durch die Nacht. Na, 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 na. Ja. Mehr singe ich nicht. Kriege ich Probleme mit der GEMA. So, Autobahn voraus, das ist schon mal schön, weil mit 60 hinter dem herzuckeln hier. Ach geh, nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen Geschwindigkeit. Sehr. Bring mal rum da deinen Holzstamm oder was auch immer das da ist. Wir folgen mal unauffällig. Hm, der kommt aber gut hoch, den Berg eigentlich.
Ganz im Gegensatz zu uns. Los, zieh! Zeig, was du kannst, Kania. Eine kleine Radarkontrolle hier auch noch. Mann. Die kommt bestimmt erst, wenn wir die 90 dann doch erreicht haben, ne? Damit es auch ja gleich klick, klick machen kann. Na, egal, da geht er schon wieder runter für uns. Ab Richtung Stuttgart, München. So, nicht zu schnell, ne? Kein Foto. Haben wir gerade erst. Brauchen wir nicht nochmal. Also nicht so schnell hintereinander. Wie ist bei deinem LKW der Blinker kaputt hier oder was? Däh. Kannst du ruhig auch mal blinken, damit man weiß, wo du hin willst. Glaubst nur, weil du einen Baumstamm fährst, muss nicht blinken oder was? Die haben wir gerne. So, du beweg dich. Los, zackig. Guck mal, mein Blinker geht auch links. Den brauche ich auch am meisten, damit ich solche Leute wie dich überholen kann. So, dem haben wir es aber gezeigt. Den haben wir es gezeigt, wo der Scania hängt, sozusagen. Salzburg ausgeschildert. Österreich, wir kommen. Ah, unser Roadtrip wird immer internationaler. Norwegen, Dänemark, Deutschland und jetzt als nächstes dann Österreich auf dem Fahrplan sozusagen. Wollen wir mal schauen. Österreich, denn wenn wir Italien passieren, Italien auf die Fähre und dann geht es ab nach Griechenland. Schauen wir mal, wie weit wir in dieser Folge denn kommen werden. Auf jeden Fall kommen wir ja sicher nach Österreich, das steht mal fest. Ja. Außer natürlich, was soll ich sagen, ich verfahre mich vielleicht noch. Ist ja immer so eine Option, die ich gerne mal ziehe. Aber bis jetzt, ne? Immer ein Auge aufs Navi, eine auf die Straße. Wie ein Chamäleon sitze ich hier vom PC. Rechts runter, eins links geradeaus sozusagen. Kann nicht gut sein, vielleicht doch mal zum Augenarzt deswegen. Typische ETS2-Krankheit, ne? Ich schiele wegen ETS2. Berufskrankheit jetzt. Aber es wird heller. Wir können wieder mehr sehen von unserer TSM-Map. Mal sehen, was sie uns denn in Österreich alles so zu bieten hat. In der letzten Folge hatten wir ordentlich Baustellen, die wir uns angucken konnten. Mal sehen, was wir in dieser Folge so alles zu sehen kriegen. Zumindest im Moment um 4 Uhr morgens hier auf der Karte noch nicht so viel KI-Verkehr, ne? Aber dafür schon wieder so eine schöne scharfe Kurve. Doch lieber ein bisschen, ne? Bisschen so tun. Da zog der Trailer so ein bisschen nach außen in der Kurve. Der wollte nicht so ganz wie er sollte. Geht hier ordentlich bergab gerade. Ordentlich Schwung drauf. So. Aber hier ist Schwung genug, um hier am Kollegen vorbeizufahren. Also eben mit Schwung runter sind, das zuckeln wir dann jetzt aber dafür hier nach oben wieder. Hey. Mal Gang unterschalten, ne? Bisschen Schwung wiederholen hier. Das sieht ja gar nicht so steil aus, aber so richtig auf Touren kommt er jetzt nicht. Quasi ein versteckter Berg hier, der uns einbremst. Was ist los? Komm, schaffst die 90. Lauf, mein kleiner Scania, lauf.
Die Belohnung ist ein Uso für dich. Eine Tankfüllung Uso, damit du 300 Sachen dann demnächst fahren kannst. Wenn wir dann in Griechenland angekommen sind, ne? Noch aber ein Stückchen. 1530 Kilometer stand da eben. Eieiei. Schöne lange Tour. Aber wir wollen die Map ja mal in ihrer vollen Schönheit sehen. Das heißt, A, es wird zum Glück endlich mal hell, damit wir mehr sehen können. Und B, immer Richtung Süden. Wir wollen sehen, was es alles hier zu sehen gibt. Deswegen machen wir den Roadtrip, ja, damit wir viel sehen. Und das Ganze natürlich auch so für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht mitgekriegt hat. Ich sag das gerne auch mal, ne? Der Kanal Onkel Nubi hat letzte Woche die 100er Abonnentenmarke geknackt. Etwas, was ich wirklich nie gedacht hätte vor einem Jahr, wo ich angefangen habe. Hätte ich nicht gedacht, dass wirklich mal 100 Abonnenten zusammenkommen. Aber sie sind da. Und da wollen wir das auch mal mit einem schönen, ne, Roadtrip feiern, so wie YouTuber. Ach, ich seht ihr, ne? Da wäre es fast so weit gewesen. Nicht wie das Chamäleon, ne? Auge rechts, Navi und geradeaus. Nee, einfach mit beiden Augen geradeaus geguckt. Fast nicht mitgekriegt, dass wir hier abfahren müssen. Ne? Wäre doch glatt nach Zürich gefahren jetzt noch. Ey, was hattest du denn jetzt? Mann, und jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Voll doof. Ich dachte, wir fahren nach Süden, da ist das Wetter immer schön, aber Pustekuchen ist nicht so, ne? Ist nicht so. Dafür zuckeln wir im Regen hinter einem anderen LKW hinterher. Das ist ja auch toll. So, komm. Hier darf man nur 40. Langweilig, fahrt schneller. Fahrt schneller und der Regen soll aufhören. So, fahr rechts rüber. Los. Oh. Der macht, was man ihm sagt. Respekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Attacke. Kleines Elefantenrennen. Der Sieger steht im Vorderrand schon fest, ne? Das sind natürlich wir. So, Salzburg, Innsbruck. Da vorne geht's nach Österreich. Österreich, wir kommen. Geschafft, lass laufen. Lass laufen durch den Regen. Da kommen wir endlich mal durch Österreich durch. Ne? Wer die Folgen gesehen hat mit dem Max, oder sind wir auch durch Österreich durch? Da war es leider immer Nacht, wenn wir durch Österreich durch sind. Jetzt ist endlich mal Tag, wenn wir Österreich erreichen. Und was ist dann? Regen. Können wir auch nicht so viel sehen. Ja, ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt, ne? Irgendwas ist ja immer. Aber warum muss das denn so sein? Da können wir ja das nächste Lied eigentlich anstimmen, ne? Durch die Nacht sind wir ja nun gefahren. Was können wir jetzt singen? Singing in the rain. Just singing in the rain. Ja, ich weiß. Ich höre auf zu singen. Ist ja okay. Ich kriege ja auch Geld dafür, wenn ich aufhöre zu singen, meistens. Echte Musiker kriegen Geld dafür, dass sie singen. Ich kriege immer Geld, wenn ich nicht singe. Klingt komisch, ist aber so. Merkwürdig, merkwürdig. So. Schon wieder abbiegen hier. Okay.
linken. Oh, Abfahrt ist auch schön wellig hier. Sehr gut. So, wir zeigen dem Kollegen, dass unser linker Blinker auch gut geht. Ja. Schön groß. Wir sind da mal weg. Ich glaube, die Sonne kommt wieder raus. Das heißt, der Regen ist gleich weg. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Oh, was hat der denn Schönes drauf? Ah. Mhm. Der hat seinen Ersatz-LKW dabei, falls sein Volvo mal kaputt geht. Clevere Lösung. Ja, wir fliegen ja quasi an den Kollegen gerade so schön vorbei. So. Und da kommt doch schon die österreichische Berglandwelt auf uns zu, ne? Landschaft. Egal, ihr wisst, was ich meine. So ungefähr. Hügelchen wieder rauf, kein Problem. Dupp, dupp. Dann lassen wir die TSM-Map schon mal richtig auf uns wirken, weil hier kann man richtig schön TSM-Map live sehen schon. Außer man hat natürlich einen LKW vor sich, dann sieht man nicht so viel davon. Deswegen mal fluchtartig an ihm vorbei. Wir sind jetzt vorne. Oh, der Regen hört auf. Ah, schön. Wird gleich viel entspannteres Fahren hier. Schön über die Autobahn fliegen können, machen wir natürlich jetzt auch richtig schön Kilometer. 1700 sind wir diese Folge gestartet. Jetzt haben wir noch 1300 Reste ungefähr und wir sind ja noch nicht am Ende dieser Folge. Da geht doch noch ein bisschen was. Das sieht gar nicht so schlecht aus, dass wir wirklich Thessaloniki, Griechenland diese Woche dann noch schaffen werden. Aber ist das atemberaubend hier. Die Brücke da drüben. Die sich so hinter unserem Scania-Wimpel versteckt. Ne? Jetzt machen wir ein bisschen rechts rum. So, jetzt kann man sie besser sehen eigentlich. Schick, schick, schick. Tja. Nicht schlecht hier. Scania so schön sparsam ist, da gewinnen wir immer mehr Kilometer. Unser Dieseltank reicht noch für 1900. So viel müssen wir ja gar nicht mehr fahren. Das heißt, wir sind ja auch noch richtig günstig unterwegs. Wir mussten bis jetzt nicht einmal tanken. Tank war voll, als wir in Oslo losgefahren sind und er wird wohl nicht leer sein, wenn wir ankommen. Sehr schön, sehr schön. Oh, ein bisschen optimistisch hier das Ganze. Ich glaube, ich muss da mal wieder rüber. Kollege, Kollege, mach mal Platz. Ich muss da mal rüber. Lass mich da rein. Dankeschön. So. Hehe, gerade noch so geschafft wieder. Da geht's nach Zürich. Wir wollen nach Innsbruck. Okay. Fahren wir dann hier mal wieder schön runter. Müssen an ihren Auf- und Abfahrt noch was tun. Und das ist aber auch nicht mehr so ganz heil hier alles, ne? Mann, Mann, Mann. So. Der hinter uns hat es eilig, würde ich mal sagen. Kann er ja auch gerne haben, aber
Deswegen fahren wir hier trotzdem nicht schnell auf die Kreuzer, ne? Wir wollen ja einigermaßen heilen, so. Haben wir doch noch fast den PKW mitgenommen, ne? Heieiei, Entschuldigung, ortsfremd. Ja, glaubt uns kein Mensch. So. Platz hier. Na, lieber nicht ganz so optimistisch, ne? Das sah doch schon wieder so ein bisschen eng aus wie alles. Tut ja nicht Not. Außerdem rechts überholen darf man ja eigentlich gar nicht, ne? Tun wir trotzdem. So. Attacke. Dich holen wir. Dich holen wir. Vielleicht. Bestimmt. Vielleicht. Bestimmt. Da kommt die bremsen uns aus hier. Also das wird klar. Ach, eine kleine Mautschranke für uns. Jo, der gibt mir mal ein Ticket. 61 Tacken. Was soll's? Man macht so einen Roadtrip ja nur einmal im Leben, ne? Da muss man auch mal 60 Tacken gerade sein lassen hier quasi. So, da ist unser Freund der Bus wieder. Geht das von vorne mit dir los hier, ne? Das Wettrennen mit dem Bus. Toll. Aber. Nun rettet dich keine Mautstation. Nun ziehe ich an dir vorbei. So. Das hast du davon. Ingenieur, das haben sie ganz schön kurvig gebaut, muss ich mal sagen. So, was ist hier? Österreich zu Italien? Wahnsinn, Wahnsinn, haben wir sogar schon Italien erreicht in dieser Folge. Österreich schnell hinter uns gelassen, ratzi fatzi. Ah, dann können wir hier nachher noch eine schöne Runde Spaghetti essen, ne? Eine kleine Mittagspause einlegen. Läuft für uns. Irgendwie läuft das für uns hier. Aber erstmal läuft, glaube ich, wieder das bei denen, ne? Weil die dürfen uns erstmal wieder Geld aus der Kasse ziehen. Mal sehen, was sie jetzt so alles von uns haben wollen. So. Nur das Ticket ziehen, ne? Kommt ja gleich wieder unser Freund, der Bus. Der hat es bestimmt auch ganz schnell geschafft hier durch die Mautschränke. Wo ist er? Da im Spiegel sehen wir ihn. Ha, wir hatten den schnelleren Boxenstopp. Tja, Kollege, guckst du, ne? Läuft bei uns da. Auch wenn es ein bisschen langsam bergauf läuft hier gerade. Aber uns kriegst du nicht. Auch in Italien sind wir ratzfatz unterwegs. Wie geht das schöne Lied von Werner, ne? Ringedigeding, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Ja, aber nicht so ein Bus. Und schon gar nicht eine Mautschranke. Ja richtig durch diese Folge, ne? Schon das dritte Lied, was wir eigentlich hatten. Ach, wenn uns da mal die GEMA nicht auf die Schliche kommt. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal.
der Ingenieur gemeint, ne? Gerade Strecken sind langweilig. Hier muss es links und rechts immer gehen. Wenn er Spaß daran hat, dann fahren wir halt auch so. Was soll's? Hauptsache wir kommen Richtung Süden und Hauptsache wir kriegen unseren Uso, wenn wir in Griechenland angekommen sind. Tank voll Uso für unseren LKW und einen Tank voll für uns. Damit wir dann richtig schön den Mut auch nochmal feiern können zum Schluss. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind knapp 1200 Kilometer zu bewältigen. Also geht schon noch ein Stück, ne? Und Italien müssen wir wirklich ein großes Stück erstmal fahren. Sind ja gerade erst angekommen in Italien in dieser Folge. Wir müssen schon noch ein ganzes Stück südlich durch Italien durch, bis wir hier die Fähre nach Griechenland nehmen können. Das dauert noch ein bisschen. Was hier? Streuergefahr? Warum? Bestimmt, weil schon wieder so eine tolle Kurve kommt. So, wir wollen ja nicht in Schleudern geraten mit unseren 23 Tonnen hinter uns. Aber zügig vorbei wollen wir auch. So. Na, also, komm. Jetzt. Oh, LKW überholt Verbot. Ja. Haben wir nicht gesehen. Herr Wachtmeister, tut mir leid, ortsfremd. Und ich kam auch gar nicht mehr auf die andere Spur irgendwie rüber. War klar. Ich habe mir noch gedacht, ey, 60 auf einmal. Wenn das mal nicht gleich blitzelt, ne? Und was soll ich euch sagen? Es hat geblitzt. Den kriegen wir wahrscheinlich hier nicht so schnell überholt, ne? Shell? Der hat den Tiger im Tank, würde ich mal sagen. Der Straßentiger. So. Aber, nee, doch, jetzt. Boah, schon wieder so eine Kurve. Eieieiei. Also richtig will der uns nicht vorbeilassen, habe ich das Gefühl. Nächster Versuch. Oh, gleich geht's auch noch bergauf. Vielleicht kriegen wir ihn ja am Berg. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Jetzt schämen wir erstmal ein und dann schauen wir, was passiert, würde ich sagen. Ja, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Da war die ganze Zeit links oder so ein Begrenzungsfall quasi. Hat uns zum Glück nicht gestoppt. Pff, Glück gehabt. Heidewitzka, das hätte ja auch was werden können dann. Ich mögen die das hier in Italien. Das stimmt, aber was willst du hier so knapp vor meiner Schnauze? Hey, schleich die. Kann aber nicht wahr sein. Erst uns ausbremsen, dann links rüber, ne, den anderen ausbremsen, der jetzt wieder vor uns. Alles klar, macht doch, was ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt. Wir sind auf unserem Roadtrip. Wir lassen uns von sowas überhaupt nicht stören. Führen wir die Karawane an, wenn wir in den Rückspiegel gucken. Ah, da könnten wir, ne, Zeit hätten wir noch mal kurz, das nächste Lied anstimmen, ne? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Apropos Durst, das wird mal Zeit, dass ein Parkplatz kommt. Ich habe so langsam Kaffeedurst. Ein kleines Päuschen könnten wir mal einlegen hier. Wie das so ist, ne? Rastplatz braucht, dann kommt keiner. Ich glaube, eins war das war schon das vierte Lied in dieser Folge. Mensch, Mensch, Mensch.
werden wir jetzt noch für DSDS entdeckt. Durch unsere Gesangseinlagen. Na, guck mal, eben der T-Shirt im Tank, jetzt den Jet da nebenbei. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Uns kann der Diesel einfach nicht ausgehen. Kaffeedurst ist schlimmer als Heimweh. Ja, Kilometer haben wir ja eigentlich in dieser Folge auch schon wieder ordentlich gerissen. Ne? Wir waren knapp 1000 jetzt. 700 Kilometer in dieser Folge gefahren, obwohl wir über Landstraße und Mautstellen so vor uns hatten, die uns so ein bisschen eingebremst haben. Ganz gut eigentlich durch die Gegend geschossen. Uns ein Kaffeepäuschen jetzt eigentlich mal verdient. Raststätte, wo bist du? Ich versuche das einfach mal, vielleicht antwortet ja eine. Ne, scheint irgendwie nicht zu antworten. Tja, müssen wir wohl tapfer am Gas bleiben. Je schneller wir fahren, desto eher kommt ja dann auch bestimmt die Raststätte. Ja, schönes Tässchen Kaffee jetzt holen. Ja, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr euch auf was so freut, dann hat man schon ein bisschen den Geschmack davon. Ist das etwa? Ja, guck mal, da ist der Tiger im Tank. Da können wir anhalten, in 1000 Metern. Das schaffen wir auch noch. Ja, da ist unser Freund der Bus auch wieder. Ja, man sieht sie alle wieder. Irgendwann sieht man sie immer alle wieder. So, 500 Meter noch. Mach Platz da. Wir haben Kaffeedurst. Sieh zu, dass du wegkommst hier. So. Kaffee, ich komme. Ich bin gleich bei dir. So. War klar, die ersten Parkplätze hier gleich wieder alle belegt, ne? Müssen wir glatt noch ein Stück fahren hier. Kraftfahrer geht man ja ungern so weit zu Fuß, deswegen bleiben wir auch möglichst dicht hier vorne. So. Ein Stückchen noch, ich bin da ja nicht so, ne? So, das muss jetzt aber lang. So. Und mit dieser Bombensensation, dass wir gleich ordentlich einen Schluck Kaffee trinken können hier an der Autobahnraststätte, würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Schluss einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert es, abonniert es, teilt es. Ja, oder disliked es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.